4, 5, 6, 7. Der 8. dann ist der, der hier hochgeht. Wunderbar. Wieder Tag. Ach, den kann ich ja jetzt dicht machen. Zack. Und hier unten muss ich dann auch noch zubauen. So, ne? Zack. Einmal die Bodenfläche. Und dann muss ich mir natürlich jetzt noch einen schönen sexy smexy Eingang überlegen. Vielleicht sogar so eine Art Wendeltreppe von hier drunter einfach hoch. Das ist, glaube ich, was ich machen will. Das könnte man machen, du. Könnte man mal. Dann brauche ich hier. So, ups. 1, 2, 3. Dann hier wieder. So. Dann den hier quer. Und hier alles wieder. Die Fläche ausfüllen. Wunderbar. Löcher. So. Dann der hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zack, 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 zack. Und hier. Und dann einmal die zweite Seite. Und gleich kommt dann die Fensterfront, die natürlich durch die Half-Slabs, die drin verbaut sind, nicht wirklich Licht durchlässt. Vorher noch die Decke. Vielleicht hätte ich das Gebäude einen Block höher machen müssen, dass man hier nicht zwei hoch, sondern drei hoch hat. Aber ich bin eigentlich nicht mehr zufrieden. So. Oh. Oh. Und dann kommt der hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Acht mal sechs und 2 höher Fill. 1, 2, 3. 8. 2. 6. Dirt. Immer sich vergewissern, dass die Raute da ist. Weil, wenn man Glück hat, sagt er mir, die Fläche ist zu groß. Aber wenn man Pech hat, mega Fläche. Mega Fläche. Dann mache ich's mal. Bin gerade am Überlegen. Im Headquarter selber habe ich auch die dunklen Bretter als Boden benutzt, ne? Naja, hier passt es eigentlich auch. So. Dann so. Ja, das finde ich geil. Jetzt kommen die Half Slabs. Slip Slab, Slibbity Slab. So.
Und dann kommen hier auch normale Glasscheiben rein. Nee, warte. Stimmt gar nicht. Kommt, glaube ich, die rein, ne? Oder die? Boah, das muss ich jetzt nachschauen. Ich könnte jetzt zum Headquarter fliegen, aber... Ich glaube, bei dem Musikding, bei dem Aufnahmestudio habe ich das auch gemacht. Normale Fenster. Genau, und halt dunkler Boden eigentlich. Dass ich die anderen Sachen eigentlich, also die, was ich hier als Fußboden benutzt habe, habe ich ja sonst für Möbel benutzt. Aber das passt eigentlich deshalb auch. Was ist denn jetzt los? So. Also die hier. So, so. Und ich habe mir jetzt die Entscheidung leicht gemacht. Hä, wieso habe ich den hier reingezogen? Den wollte ich haben. Und mache hier eine Wendeltreppe rein. Weil ich es eigentlich ganz cool fände, wenn hier so ein gläserner Kasten sozusagen nach unten zum Boden führt. Unterhalb der Dings. Dann kann man hier auch noch einmal so machen. Mach dann hier die Umrahmung. So. Dann, ja, hier müsste ich eigentlich auch... sowas machen. Und ich benutze bei Wendeltreppen gerne, mache ich das so. Machen wir mal... ja, nehmen wir das hier. Dass ich auf jeden Fall an den mittleren Seiten Half-Slabs mache. Aus dem Grund, dass dann sich dieser mittleres, so ein mittlerer Balken nicht, ja, verbindet. Geil, ne? Jetzt komme ich wahrscheinlich voll falsch raus. Ja, das muss ich gleich nochmal gucken. Runter, 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 runter. Runter. Give. Lit Furnace. Ja. Wunderbar, der Kasten ist auch freistehend. Das macht das Ganze nochmal cooler. So. Machen wir mal hier die Wendeltreppe rein. Wunderbar, wunderbar. Dann machen wir am besten mal so, dass ich, ups, aus einem Blickwinkel beide platzieren kann. Zack. Und zack. Dann. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Das ist jetzt kompliziert.
Das war jetzt kompliziert. Hier muss ich noch so eine Glasröhre drum stülpen. Stülp-di-dülp-di-dülp. Dann hauen wir hier die noch rein. Oh, warte, Moment. Das sieht seltsam aus. Hier müssen wir auch noch Treppen reinmachen. Jawohl. Tag. Wäre nicht schlecht. Hier machen wir mal die rein. So. Und jetzt, damit der Glasröhren-Look vollendet ist, nehmen wir die Glaspanes. So. Mensch, Mensch, Mensch. Da vorne muss eine Tür rein. Und ich hoffe einfach, dass diese Wendeltreppe ja genug Mobs abhält. Weil die einfach faul sind und nicht Treppen steigen wollen. Kühe und Spinnen kommen, glaube ich, bei der Breite sowieso nicht durch. Und Schafe und Schweine. Jetzt verbinden sich natürlich an ein paar Stellen die Gläser mit der Treppe, aber das ist, glaube ich, verschmerzbar. Ist sogar vielleicht ein bisschen cool, weil das so Stellen sind, wo die Treppe fixiert ist. Dass die sozusagen nicht an der Mittelsäule hängt, sondern an den Streben außen. So, 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 so. Boah, damit bin ich ja mega zufrieden. Das sieht ja geil aus. Also, und hier könnte man noch kurz die Ecke... Ups. Kurz die Ecke... Genau, und jetzt können wir uns so ein bisschen daran machen, das Teil auch noch ein bisschen hübscher zu gestalten. Dazu zählen wieder mal unsere berühmt-berüchtigten Topfpflanzen. Und... Hallo, hallo. So. Ja, so ein bisschen müssen wir halt hier raushauen. So. Ups. Ist nicht runtergefallen. Ja. Dann hauen wir hier am besten die Straße weg und machen hier noch hinten Parkplätze ran. Da bin ich ja eigentlich mega zufrieden mit der Station. Weil es sieht einfach, glaube ich, ganz also besser aus, wenn die Bahn A straight durchfährt. Weil, ja, so eine kleine Delle in der Fahrbahnebene ist zwar schon recht blöd immer. So, da hinten kommen jetzt noch Parkplätze hin.
Okay, hat er die gemacht. Guck mal, da wären jetzt die Sitzbänke im Weg gewesen. So. Und hier. Zack. Den mache ich mal weg hier. So. Und hier den Boden rein. Und jetzt haben wir hier rechts auch noch so eine Fläche. Ich glaube, da kann man auch noch ein paar Parkplätze hinpacken. Aber ja, nur ein. Man muss ja auch wieder auf die rechte Fahrbahn kommen. So. Nein! Das heißt, hier ist er lang genug. 5, 4. Mach mal so. Wunderbar. Überleg. Genau, gehen wir noch mal eben kurz rein. Gehen hier die Wendeltreppe hoch. Werden geblendet und blind für den Rest unseres Lebens. Und auf jeden Fall braucht man noch eine Truhe für Minecarts, die sozusagen ja überfließen. Mache ich mal so 3 rein. Und warte mal, müssen wir noch einmal testen hier. Jo. Das funktioniert. Die andere Richtung haben wir ja schon ausprobiert, ne? Glaube schon. Eben mal schauen. 1 Stunde 10. Yeah, ich habe genug Material. Hatte ich irgendein Symbol, um Bahnhof anzuzeigen? Also irgendwie sowas nach dem Motto, hier ist Bahnhof. So ist, glaube ich, ganz gut. Ich stand hier so auf einmal plötzlich rüber. So. Okay. Ich glaube, das ist ein super erfolgreiches Projekt, diese Aufnahme gewesen. Alles wunderbar geklappt. Ich habe nichts Redstone-mäßiges gebaut und nach einer halben Stunde gemerkt, scheiße, es ist total hilflos und funktioniert nicht und hasse nicht gesehen. Theoretisch könnte man an der Seite eigentlich auch ein Fenster reinkloppen, aber ich lasse es mal. Die Stützen sind alle richtig, sind da auch die Bolzen überall dran. Jawoll. An der Seite ist vielleicht noch ein bisschen blöd. Also das hier ist eine LRM-Stelle, ne? Die Straße ist nur für uns angelegt worden. Nein, hier muss noch irgendwie, ja, wie gesagt, die Golem-Farm und all das, was sozusagen hier an der Straße. Hier möchte ich so moderne Reihenhäuser ranbauen. Allerdings ist das ein Projekt, was ich selber gerne machen wollte. Ja. Ich glaube, damit ist die Aufnahme fertig. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann würde ich mich wunderbärlich über einen Daumen freuen.
Ja, ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Video und bis bald.